Ein Symbol für das Wesen des Parks, wie es die Gründerväter einst vorgesehen hatten. 11 Meter misst die Friedensbank, die in der ersten Septemberwoche im Pirnaer Friedenspark installiert wurde. Sie ist Teil der Neugestaltung der Anlage. Lange hatte das zuständige Planungsbüro Mai an der Frage geknabbert, welche Erscheinungsform das Friedenszeichen haben sollte. Zum Beispiel der Palmenzweig, der den Frieden symbolisiert. Aber wir können natürlich hier im Friedenspark in unseren Breiten keine Palme pflanzen. Fällt also aus. Deswegen haben wir uns überlegt, wir könnten diese Friedensbank installieren mit dem Schriftzug Friedenspark, Friedensbank. Dieses Wortspiel fanden wir ganz interessant und haben dann gesagt, ja, das wäre eine gute Möglichkeit, dass das auch ablesbar ist für die Menschen, die den Park besuchen. Hier ist also der Friedenspark und diese Bank symbolisiert diesen Gedanken. 17.000 Euro kostete die Fertigung der Erholungsgelegenheit aus sandsteinfarbenem Sichtbeton. Ein wenig ins Sinnieren darf man beim Besitzen künftig gerne kommen. Es soll natürlich auch der Frieden symbolisiert sein, der globale Frieden, das ist ganz klar. Wir haben ja das Kriegerdenkmal hier gehabt im Park, was zu dem Frieden des Deutsch-Französischen Krieges installiert worden war. Wir haben das sowjetische Ehrenmal gehabt. Dieses Thema hat hier im Park immer eine Rolle gespielt und wir wollen es gerne fortsetzen. Erholung, Spiel, Aktivität. Historie und Moderne sollen sich hier vereinen. Bis es soweit ist, gibt es noch einiges zu tun. Also wir sind jetzt dabei, den Wegebau durchzuführen. Wir haben uns ja mit den Wegen angelehnt an das historische Vorbild und dadurch gibt es einige Veränderungen zu dem bisherigen Zustand. Ist auch notwendig, dass in dem Zusammenhang die großen Wiesenflächen mit angelegt werden. Da sind wir gerade dabei. Der zweite Bauabschnitt, Wiesen und Wege durch den Parkinnenbereich, soll noch in diesem Jahr fertiggestellt werden. 2018 folgt der Spielplatz. Einen gänzlich anderen Charakter wird der Friedenspark haben, wenn er für Spaziergänger, Träumer und alle anderen im Sommer kommenden Jahres freigegeben wird. Der Park wird offener sein, lichtdurchfluteter. Und wir haben uns auch hier an dem historischen Vorbild orientiert. So ist der Park ja angelegt worden. Man kann das auf den alten Postkarten noch sehen. Es wird also keine verwachsenen, verwunschenen, dunklen Ecken mehr geben, die also von den Stadtvätern auch nicht gewünscht waren. Und ich denke, dass es auf jeden Fall dem Parkcharakter gut tun wird, wenn wieder Licht einkehrt und Großzügigkeit. 800.000 Euro kostet die Neugestaltung des Parks. Förderung kommt aus dem Bund-Länder-Programm Städtebaulicher Denkmalschutz. Krönung des ersten Bauabschnitts, das Licht- und Wasserspiel, das seit Sommer viele Stressflüchter erfolgreich lockt.